Hallo und herzlich willkommen bei Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers. NTV rief letzte Woche an zum Thema Musterfeststellungsklage und fragte mich nach meiner Meinung. Offen gestanden, ich halte gar nichts davon. Ich finde es eine riesengroße Farce und so unter uns ist eine Verarschung der Verbraucher. Denn man soll jetzt zum 1.11. soll die Musterfeststellungsklage eingeführt werden. Es soll eine Art Sammelklage sein, vor allen Dingen für alle Betroffenen des VW-Abgasskandals. Verbände, die 4 Jahre dabei sind, die eine gewisse Größe und Mitgliederstruktur haben, sollen klageberechtigt sein. Und man kann dann eine Art oder man kann dann in Form einer Sammelklage eine Feststellungsklage einreichen. Das hilft dem Verbraucher überhaupt nicht, denn zum einen muss man einen solchen Verband erstmal identifizieren, der das Geld hat, solche Prozesse zu finanzieren und der vor allen Dingen auch das Know-how hat, denn hier bedarf es einer großen anwaltlichen Erfahrung und Expertise und die hat kein Verbraucherverband. Also Geld und Qualität ist hier maßgeblich. Und das Zweite ist, es kann lediglich in dieser Form eine sogenannte Feststellungsklage eingereicht werden, dass es was gibt. Aber, das heißt, da wird nur der Anspruch dem Grunde nach festgestellt, aber nicht der Höhe nach. Wenn dann ein solches Urteil erstritten ist, und das kann mitunter 4 bis 5 Jahre dauern, muss jeder Verbraucher einzeln dann nochmal auf seinen Schadensersatz klagen. Also dann haben wir dann doch, sind wir doch wieder bei der Situation, bei der wir jetzt sind, aber 4, 5 Jahre später. Und damit ist natürlich Unternehmen wie VW oder auch BMW sehr geholfen, weil die spielen da auf Zeit. Bis dahin sind gegebenenfalls Ansprüche verjährt, verwirkt oder irgendwas. Die Leute haben keine Lust mehr, die Fahrzeuge sind nicht mehr da. Die Beweise sind also nicht mehr da, sodass dann diese Musterfeststellungsklage letztendlich ins Leere läuft, weil der einzelne Verbraucher dann, wenn denn überhaupt die Feststellungsklage erfolgreich war, dann nochmal selbst klagen muss und die meisten verlieren dann einfach auch Lust und Geduld. Also von daher Musterfeststellungsklage meines Erachtens eine Farce. Damit ist der Industrie geholfen, aber nicht dem Verbraucher. Wir sehen uns vor Gericht.